Juhu! Jawohl, es geht! Sorry für die kleine Verspätung. Passiert manchmal technische Sachen, so weil das hier jetzt live quasi aus dem Comptoir EU-Büro. Ja, das ist alles equipmäßig hier neu eingerichtet. Deswegen sorry für die 2, 3 Minuten Verspätung. Wie lange haben wir jetzt? Ja, 6 Minuten passiert. Schön, dass ihr da seid auf jeden Fall hier. Wie gesagt, live aus dem EU-Büro zum, ja, zum ersten Mal quasi aus diesem Studio hier. Wir haben heute auf jeden Fall einige Gäste, wir haben einige Giveaways für euch, also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und für die Leute, die mich vielleicht nicht kennen, es gab ja einen Ingame-Banner zum Beispiel, darüber seid ihr vielleicht jetzt hier zu diesem Kanal gekommen. Ich heiße Robbe, ich mache YouTube und also YouTube-Videos, regelmäßig Streams auf Twitch. Vielleicht kennt mich der eine oder andere von der Gamescom oder von irgendwelchen Turnieren. Und ja, Comptos hat mich hier eingeladen, quasi heute mal live aus dem Büro zu streamen. Ja, wir haben wirklich die Ehre, heute mal mit Leuten zu sprechen, die für Comptos arbeiten. Das heißt, wir haben gleich als erstes die Community Managerin Split Seconds hier zu Gast. Mit der werden wir auch ein kleines Restart-Challenge machen. Es gibt, wie gesagt, dann Giveaways. Wir haben T-Shirts, wir haben Tassen, wir haben Powerbanks, wir haben Tragetaschen. Anschließend kommt dann noch CM Toki, der auch für den deutschen Markt zuständig ist, in dem Bereich. Aber das erklären wir uns vielleicht einfach gleich selber, was er macht. Und später gibt es dann noch CM Baxter, für die kennen vielleicht auch einige von euch. Der Baxter war kürzlich noch in Korea gewesen und berichtet so ein bisschen vom Korea Headquarter und zeigt noch ein paar Bilder. Und wir werden natürlich näher noch ein paar Summons machen auf Baxter's Account. Man sieht es schon hier rechts, das ist der Account von Community Manager Baxter, da werden wir auf jeden Fall noch einige MS aufmachen. Wir haben eine coole Challenge. Je Lightning gibt es auch wieder dann T-Shirts oder anderen Stuff für euch. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Das Ganze wird ungefähr bis 19 Uhr dauern, je nachdem, wie das Summoning so läuft. Ja, vielleicht auch etwas länger, aber spätestens 19:30 Uhr und so weiter sind wir dann eigentlich auch schon durch. Freue mich, dass ihr da seid. Ich sehe den Chat hier. Ja, wer irgendwas ist, schreibt es einfach rein, ne? Auch so ein paar Fragen werde ich dann später auch versuchen aus dem Chat zu nehmen. Wäre cool, wenn ihr da nicht so viel reinspammt. Ich versuche natürlich dann einige Fragen auch den Leuten hier zu stellen. Kurz nochmal vorweg: Wir sind hier im Comptos EU-Büro und hier findet direkt nicht die Entwicklung des Spiels statt, sondern Comptos EU kümmert sich eigentlich hauptsächlich um die Vermarktung, sagen wir, des Spiels oder kümmert sich um das Spiel, wenn es irgendwie um Social Media und so weiter geht. Und daher könnt ihr vielleicht eure Fragen so ein bisschen spezifischer ausrichten. Wir gucken dann mal, was da so Feines im Chat ist. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle da seid. Heute gibt es keine Announcements, also es werden jetzt nicht die Subs und so weiter angezeigt, einfach um den Stream ein bisschen clear zu halten. Deswegen heute gibt es keine Tröte oder keine irgendwas, ja. Aber ich denke, das ist ja verständlich, ja. Dann kommt das neue Story-Geschichte. Heute gab es den Patch. Ja, heute Morgen gab es einen Patch. Ich bin aufgewacht im Hotel und dachte so: Ah, nice, heute ist ein guter Tag, ja, um mit Comptos zu sprechen, weil es kam was Gutes raus. Ja. Es kam was Gutes raus. Die Rundrops zum Beispiel wurden verbessert und das Game geht in die richtige Richtung. Von daher, das freut mich natürlich. Aber vielleicht sprechen wir da später einfach nochmal. So, guten Tag, guten Tag. So, mich sieht man, ich muss mal gucken, wie man mich hier sieht. Genau, hier sieht man, mein rechter Platz ist frei. Ja. Vielleicht kommen ja demnächst noch mal ein paar andere Leute noch hin, mit denen ich hier sprechen kann. Aber heute, wie gesagt, sprechen wir erstmal mit den 3 Leuten, mit den Community Managern, Split Seconds, Toki und mit CM Baxter. Ich gucke mal, was ihr so in den Chat schreibt. Bringt Stuff mit, bitte. Oh, ja. Ich habe einen Vlog auf jeden Fall am Laufen, den werde ich auf YouTube hochladen. Und in diesem Vlog gibt es für euch auch was zu gewinnen. Also bleibt da auf jeden Fall dran und auch wie gesagt live hier. Es gibt einige Merchandise-Artikel, die wir heute natürlich für euch raushauen, wie ihr mitmachen könnt, wie ihr dabei seid. Sage ich euch dann natürlich immer, sobald wir was raushauen. Eigentlich ist es ganz easy, ihr haut gleich irgendein Codewort in den Chat und dann seid ihr quasi mit dabei und dann raffeln wir das raus und dann könnt ihr was abkassieren. Ihr braucht dafür aber definitiv einen Twitch-Account. Falls ihr keinen Twitch-Account habt, also weil ihr auch nicht chatten könnt, gerade in dem Moment, könnt ihr leider nicht am Gewinnspiel teilnehmen, aber es lohnt sich. Legt euch einfach kurz einen Account an. Ja, ihr werdet nicht irgendwelchen Spam-Mails zugeballert, habt da keine Angst. So könnt ihr im Chat was reinschreiben. Ihr werdet automatisch für das Giveaway dann quasi registriert und könnt dann auch was gewinnen.
kurz nochmal zum Giveaway dazu. Ja, die neue Datenschutzverordnung ist natürlich jetzt auch noch draußen. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen mehr darauf achten, wo wir unsere Daten überall hingeben. Das bedeutet, unten in der Kanalbeschreibung, bzw. in der Streaming-Beschreibung, ist nochmal eine kurze Übersicht. Ja, wenn ihr natürlich gewinnen solltet, brauchen wir natürlich eure Adresse, um das T-Shirt an euch zu senden. Deswegen guckt da unten zu, und wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmacht, dann akzeptiert ihr auch diese Datenschutzbestimmung. Aber wie gesagt, das ist nur eine formale Sache, das müssen wir leider hier reinmachen, weil es das jetzt neuerdings halt so gibt. Wie gesagt, das findet ihr unten dort noch in der Beschreibung. Hey, bin neu hier. Ja, willkommen, Reggie Alex. Das freut mich. Wie gesagt, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen möchtet, macht euch jetzt schnell noch einen Account. Ihr habt noch ein paar Minuten Zeit auf jeden Fall, also keinen Stress da. Und dann könnt ihr hier, wie gesagt, ein paar Sachen abgreifen. So, ich schaue mal auf meine Uhr, es ist 8.11 Uhr. Wir hatten so gedacht, dass wir gleich den ersten Community-Manager hier ranholen. Aber ich lasse mal noch kurz an meinem Chat gucken, was ihr so schreibt. Willkommen, guten Tag zusammen. Kannst du mal die Monster von CM Baxter zeigen? Ja, dann gucken wir, komm mal. Komm, der ist gerade gar nicht da. Ist der hier? Liegen mal irgendwie die Monster, ne? Schon Interesse hier an dich, du. Wir werden auf jeden Fall bei CM Baxter hier gleich noch ein paar Openings machen. Ja? Wie gesagt, dann auch das Gewinnspiel noch dazu. Wir gucken natürlich, ne, was er hier so summt, und gehen natürlich auf die Summons ein. Ja? So, guten Tag zusammen. Hallo. Ja, das ist hier ein extra Streaming-Raum. Ihr seht leider jetzt in dem Fall nur mich. Aber wenn ihr mehr sehen wollt, der Vlog, wie gesagt, kommt die Tage auf meinen YouTube-Kanal. Und auch falls ihr das hier verpassen solltet, also falls ihr die ersten Videos schon verpasst habt, das Ganze wird natürlich auch auf YouTube hochgeladen. Also keine Sorge. Dann könnt ihr allerdings dann nicht mehr beim Giveaway mitmachen, weil das losen wir natürlich jetzt gleich raus. Ich hab gehört, gleich RTL mit ihm. Ne? muss rüberlinsen, aber wo Lust hat. Ich würde sagen, wir gehen mit den Programmpunkten durch. Und die erste Community Managerin hier auf meinem rechten Platz, das ist die gute Split Seconds. Und ja, wir fragen sie mal, wie es so ist, bei Comptos zu arbeiten. Ne? Hey, grüß dich. Hi. Erstmal, ja. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich wollte das Gleiche gerade sagen. Danke, dass ich hier sein darf. Es ist ja auch nicht immer gesagt, dass man einfach mal so einen Comptor oder in ein Entwicklerbüro stürmen darf und Fragen stellen darf. Und von daher erstmal eine coole Sache auf jeden Fall, dass ihr hier so ein geiles Büro eingerichtet habt und dass wir hier so einen Stream machen können. Ne? Ja, sehr gerne. Also ich meine, wir beide kennen uns ja jetzt auch schon knapp ein Jahr, glaube ich, insgesamt. Ja, seit der Gamescom letztes Jahr. Genau, ja. Und ja, genau. Deshalb ist es auf jeden Fall cool, dich mal hier zu haben. Ja, ja, die Split Seconds war letztes Jahr mit mir auf der Gamescom, hat quasi so ein bisschen, ja, mich fast schon ein bisschen umsorgt, sag ich mal. Ne? Immer wenn ich irgendwas brauche, dann war sie da gewesen, und deswegen kennen wir uns auch schon etwas länger. Und ich glaube, in Paris, aber in L.A., da warst du, glaube ich, Paris war ich nicht. Auch nicht. Da war auch ein Baxter dabei. Stimmt, und Keen war auch noch dann mit dabei. Ne? Ja. Split Seconds, als ich den Namen gelesen habe, wie kommt man auf Split Seconds? Also, Community Manager. Das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Story, weil ich glaube, jeder, der hier anfängt, muss sich halt einfach irgendeinen Nickname überlegen. Ansonsten, du kannst ja schlecht du könntest bestimmt mit deinem richtigen Namen ankommen, aber es ist halt nicht so gut. Und dementsprechend habe ich mir einen Nickname überlegt, und es ist ein Song von meiner Lieblingsband, ja. Ganz ach einfach. So, von daher Split Seconds, muss ich gerade überlegen. Also mir sagt der Song gerade nichts, muss ich sagen. Ja, das ist ein bisschen Underground. Ah, okay. Ja, cool auf jeden Fall. Wir sind ja hier im Comptos EU-Außenbüro, würde ich mal einfach sagen. Das heißt, Comptos hat sich gedacht, wir müssen in Europa auch ein Büro eröffnen. Warum haben Sie das gemacht? Naja, irgendwann wurde natürlich, oder irgendjemand in Korea wird auch gemerkt haben, so hey, außerhalb von Asien gibt es ja auch viele Spieler, die irgendwie Bock haben, unsere Spiele zu zocken. Und somit wurde dann die Idee geboren, hey, Europa, großer Markt, da müssen wir hin. Und selbstverständlich wird hier nicht Koreanisch gesprochen, sondern eben Deutsch, Französisch, Russisch, Englisch, alles. Ja, ich lese ja. Hört ihr mich besser? Ist es lauter, ist es angenehmer? Ja, welcome back, dankeschön, sieht gut aus. Willkommen zurück. So, sehr gut. Tut mir nochmal leid für die kleinen technischen Probleme hier. Aber ich glaube, der Techniker hat es jetzt gelöst, und das sollte jetzt wieder klappen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hängen geblieben sind, aber ich glaube, wir waren dabei von wegen, ich dachte immer, Comptos ist gleich Summoners War, aber ist es eigentlich nicht.
Eben, wir haben noch viele andere Projekte hier und dementsprechend sind wir nicht nur Summoners War, sondern halt wirklich Gable Come to Us mit vielen anderen Spielen noch dazu. Wobei natürlich unser Fokus auf Summoners War liegt. Ja, das ist natürlich das größte Spiel, so was man natürlich kennt. Ich denke mal auch wahrscheinlich das erfolgreichste Spiel, ja, das ihr so habt. Fall. Aber ist auch so, dass du jetzt nicht nur für Summoners War arbeitest, sondern wirklich dann auch für die anderen Spiele, also es gehört mit zu deinen Aufgaben. Genau, ja. Also ich mache das, was ich für Summoners War mache, also die Facebook-Seite betreuen und unsere anderen Social-Media-Kanäle, mache ich auch für andere Spiele. Teilweise variiert das ein bisschen. Wir haben zum Beispiel nur für Summoners War den Instagram-Kanal. Aber ja, stimmt, genau. Der wurde jetzt kürzlich released, ne? Der auf Instagram. Wir haben jetzt gerade unser Launch-Event, konnten wir heute beenden. Und ihr findet uns jetzt unter summonerswar_.de. Ja, genau. Also checkt das auf jeden Fall aus. Wir sehen auch später noch Baxter. Der hat auch noch ein paar Bilder aus Korea vom Headquarter dort gepostet, falls ihr es noch nicht gefolgt seid. Das ist auf jeden Fall interessant, aber wir sehen gleich auch später noch mal ein paar Bilder. Da kam gerade noch mal die Frage, wer hier neben sitzt, ist die Community Managerin Split Seconds hier vom Comptas EU-Büro. Und wie gesagt, wir haben noch ein paar andere Gäste gleich und wir haben noch Giveaways für euch. Wir können mal kurz auf die Challenge eingehen. Also wir machen auf jeden Fall jetzt gleich eine Challenge noch. Das heißt, wir werden gleich 5 MS öffnen. Und mit diesen 5 MS werden wir gleich einen Dungeon Run machen. Wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht, weil die Monster ja eigentlich so 3-Stars sind, und vor allem komplett ungeskillt und ungelernt. Ja, genau, ungeskillt, ungeruht, ungelernt und alles, dass wir gleich einen Giants 1 Run damit machen werden. Genau. Und ob das funktioniert, ich bin mir nicht so sicher, ob das funktioniert, das entscheidet ihr dann gleich. Ich bin im Echtzeit ziemlich gespannt, ich habe keine Ahnung, was jetzt, ja, okay. Kommt auch ein bisschen drauf an, was wir jetzt eigentlich ziehen, oder? Ja, genau, es kommt auch an, was wir ziehen, wenn wir natürlich irgendwie schön so ein bisschen Support, ein bisschen Damage ziehen, wäre natürlich cool, aber wenn wir jetzt nur Heiler, na gut, könnte auch klappen, dann könnte der Run vielleicht 10 Minuten dauern. Aber okay, da gibt es gleich für euch auf jeden Fall dann noch was zu gewinnen. Deswegen nochmal kurz die Aufforderung, falls ihr noch keinen Twitch-Account habt, legt doch jetzt schnell einen an. Nur damit könnt ihr mitmachen, indem ihr gleich ein Keyword quasi in den Post reinschreibt. Aber lass uns auch ganz kurz bei dir bleiben. Das heißt, deine Hauptaufgaben sind eigentlich so diese Social-Media-Netz-Sachen. Genau. Und ich habe dann kurz gesehen, ihr macht ja auch immer Gewinnspiele. Ne? So ein paar Crystals gibt es mal zu gewinnen, mal... Es gibt ja so einen Plüschi sogar jetzt neulich. Die sind am heißesten begehrt, glaube ich. Wir versuchen halt immer mal wieder ein paar rauszuhauen. Ich habe auch noch keinen von diesen Plüschi. Ich würde ja gerne einen haben. Dann machen wir mit bei unseren Gewinnspielen. So einfach ist das. Ja, aber ich denke mir dann immer so, lass die Community mal die Sachen haben. Vielleicht komme ich da gleich noch irgendwie dran. So, mal gucken, ob hier, wenn ich heute Abend gehe, habe ich noch was. Wenn morgen 10 fehlen, dann weiß ich, wo ich die suche. 10? Oh, so viel habt ihr hier. Wie regelmäßig macht ihr diese Gewinnspiele? Also ich sehe das ab und zu mal da drauf. Gibt es da eine Vorgabe oder auch so diese Gewinnsumme oder sowas? Habt ihr da irgendwie, überlegt ihr das immer selber? Also für die Regelmäßigkeit haben wir keine bestimmte Vorgabe. Wir versuchen natürlich, wenn es bestimmte Anlässe gibt, wie zum Beispiel Weihnachten oder bestimmte Feiertage, solche Gewinnspiele darauf zu legen. Was die Vorgaben angeht, ja, leider schon. Was die Preise angeht, können wir das nicht selber entscheiden, auch wenn wir es fürchterlich gerne würden. Das entscheidet jemand in Korea. Sprich, wir senden meistens einen Vorschlag, der dann in irgendeiner Weise korrigiert wird. Und dann. Ja, sonst könnte man sagen, 100 Plüschis für alle, ja, so wie auf der Gamescom, 500 würden, T-Shirts würden für alle. Die würden ich gerne, aber es geht leider nicht. Genau. Wir schieben den Fehler gerade auf jemand anderen, merkt ihr das? Aber es ist ja, zumindest kann man da immer mitmachen, man kann was gewinnen, es ist for free und warum... Wir geben uns die größte Mühe, da so viel geht. Ja, genau. Was mich auch noch interessiert ist eigentlich, du arbeitest jetzt schon gute 2 Jahre hier. Was für Voraussetzungen braucht man? Also falls jemand vielleicht sogar Interesse hat aus dem Chat oder so, hey, diese Gaming-Industrie interessiert mich mega. Was braucht man eigentlich so für Voraussetzungen? Also wenn ich hier zum Beispiel durchs Büro gehe, hier sind ja international mega viele Leute, ich höre auf jeden Fall Englisch. Genau. Ja? Dadurch, dass wir eben international aufgestellt sind, ist die Unternehmenssprache hier auch Englisch. Also Englisch sollte man schon gut beherrschen. Für mich natürlich war es wichtig, dass ich Deutsch spreche, was ich tue. Für den deutschen Markt. Das gleiche gilt dann für die anderen Community Manager natürlich auch. Und ansonsten sind, glaube ich, viele von uns Quereinsteiger. Also wir haben alle ganz unterschiedliche Sachen gelernt und vorher gemacht und sind dann am Ende hier gelandet. Und dann zu Konto ausgekommen. Muss man Gaming mögen eigentlich? Wäre schon vom Vorteil. Oder? Es wäre von großem Vorteil. Ansonsten stelle ich es mir schwierig vor, hier jeden Tag zu sitzen und irgendwie die Leidenschaft mitzubringen. Ja. Okay. Ich persönlich kann aber für mich sagen, ich hatte Mobile Gaming, bevor ich irgendwie angefangen habe, hier gar nicht so auf dem Schirm. Mhm. Aber ich meine, man kommt schnell rein und man wird auch ein kleines bisschen süchtig nach dem Spiel. Glaube ich. So, wir können ja mal mit der ersten Challenge anfangen.
Wir sammeln, glaube ich, erst die Monster und dann entscheidet die Community, ob dieser Run es schafft oder nicht. Ne? Das ist eine gute Idee. Okay, wir sind bei CM Baxter auf dem Account, wie ihr oben sehen könnt. Und wir werden jetzt 5 MS raushauen. Ja. Ja, wenn du willst, ne? Bedien dich ruhig. Ja, hier, der goldene Comtoursfinger, Leute. Jetzt, wenn jetzt die Nat 5s kommt, ne? Ja. Normalerweise so ein Pech. Schauen wir mal rein. Ihr müsst gucken, ne? Ihr müsst mitschauen. Diese 5 Monster lassen wir gleich in Giants 1 rennen. Und ihr müsst dann sagen, ob die es schaffen oder nicht. Und es gibt zu gewinnen 10 T-Shirts und eine Tasse, ja? Also 11 Gewinner. So, wir haben Inferno. Ich weiß gar nicht, was für Elemente. Was waren da jetzt? War der Wind das, der erste? Ja. Ich bin gar nicht sicher. Okay, Feuerelement haben wir. Oh, Fake auch noch, okay. Das ist zumindest ein Forster. Ja, ja, und ein anderes ein Element. Ja. Genau, okay. Okay. Ramira, müssen wir uns merken. Weiter geht's. Weiter geht's, nächster. So ein Fächer. Jede Rolle der Five, das wär's was. Charmed Shark, der kleine Hai. Ich glaube, wir haben den ersten Boss, das Wind ist natürlich blöd mit Wasser, aber okay. Naja. Merken wir uns den. Okay, let's. Jetzt extra runtergestellt in die Rate. Ja, klar, ich hab hier Mädchen unter den Tisch. Wir haben den Knopf unter dem Tisch geholt. So, als nächster kommt ein Lightning. Wetten? Pass auf. Oh. Okay. Gut, leider, okay, zumindest haben wir Forster. Er ist zumindest 4 Sterne, das heißt, sie hat ja schon mal höhere Grundattribute. Von daher ist es ja schon mal nicht schlecht für den Run. Okay, wir gehen mal in den Kampf. Festung der Riesen, 1, Kampf. Wir nehmen die mal raus und jetzt müssen wir gucken, wir hatten diesen einen Fake, weil wir den hatten, nehmen wir den, mhm. Ja, das war der Fake, dann den und die hier, ne? Genau. Haben wir Lederfertigkeit? Getreide Feuer, ist das gut, was haben wir noch? Verteilen können wir das mit Wind, ne? Ich glaube, das macht schon am meisten Sinn, oder? Ein bisschen mehr Damage wenigstens. Ja. Das ist gar nicht schlecht, weil er ist Wind. Ne, er ist Licht. Ich dachte, er wäre Wind. Er ist Licht. Okay, dann haben wir sowieso keinen Nachteil zumindest. So, aber jetzt ist natürlich die Frage, was glaubt ihr? Können wir mit diesem Team das schaffen? Das oder schaffen wir es nicht? Jetzt kommen wir zum ersten Giveaway sozusagen. Also wie gesagt, es gibt 10 Shirts zu gewinnen und eine Tasse. Vielleicht können wir gleich mal kurz das reinzeigen. Genau. So, wir haben hier unsere wundervolle Tasse. Dies könnte eure Frühstückstasse werden. Genau. Es ist mir ganz neu, der Merch. Ne? Viele fragen auch mal Merch. Also ich habe hier schon viel neuen Merch-Stuff gesehen. Oh, Merch. Hier hätten wir dann das T-Shirt zu sehen. Um mitzumachen jetzt, brauchen wir von euch in den Chat ein Ja oder ein Nein. Wenn ihr glaubt, ja, das Team schafft das, dann schreibt jetzt Ja rein. Also jeder einzelne von euch muss Ja oder Nein reinschreiben, damit euer Name registriert ist. Und dann wird die Technik nach dem Run diese 11 Gewinner quasi rauspicken per Losverfahren. Ja? Deswegen schreibt jetzt, glaubt ihr daran? Ja. Glaubt ihr da nicht, dass es, also das funktioniert nicht? Es wird vorher failen, dann schreibt ihr jetzt Nein in Chat. Also nicht klappt, sondern Ja oder Nein. Ich glaube, groß und klein ist, glaube ich, relativ egal. Es ist egal, ob ihr groß oder klein schreibt. Ja, ich gebe euch noch vielleicht eine Minute, kurz einfach was reinzuschreiben. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, genau. Nochmal kurz eine Frage an dich. Ist ja so, CopterEarth hat viele Spiele und Gameville und so weiter. Wie ist es denn so, jetzt, wenn man sagt, ey, ich habe auch ein anderes Spiel, was irgendwie cool ist, ist jetzt nicht von CopterEarth. Und gibt man das dann offen zu, dass man auch was anderes spielt, was einem so Spaß macht? Weil irgendwie, es ist ja eine Art Konkurrenz irgendwo, dieses anderes Spiel. Na klar, ist ein anderes Spiel Konkurrenz, aber ich glaube, dadurch, dass wir einfach alle relativ leidenschaftliche Gamer sind, haben wir keine Scheuklappen auf. Also wir reden auch viel über andere Spiele und wer gerade was spielt, wer gerade irgendwie worauf Bock hat, was Neues kommt. Von daher... Also wird man hier nicht direkt geköpft, wenn man sagt, ich spiele jetzt FIFA oder... So ein Quatsch. FIFA ist natürlich jetzt weit hergeholt, aber... Natürlich ist es gar nicht so weit hergeholt. Ja. Ich kann mich noch an ein paar Mittagspausen erinnern, wo es mal ein zünftiges FIFA-Match auch gab. Also. Ach cool. Das ist natürlich auch was hier so. Es gehört eigentlich zu so einem richtigen Gamer-Büro dazu. Irgendwo so eine Lounge, so, wo man so ein bisschen was zocken kann, oder? Auf jeden Fall. Wir haben leider wenig Zeit dazu, aber es macht schon Bock. Also es ist nicht so schlimm, wenn man auch mal ein paar andere Spiele spielt. Ja, ich bin natürlich durch das Büro gegangen und ich glaube, ich habe auch mal, glaube ich, einmal eine Pikachu-Figur gesehen, einmal eine Super Mario-Figur, also diese Klassiker. Ne? Also das, wie du wahrscheinlich sagst, das sind so die... Das,
die Liebe zum Gaming einfach so, zur Gaming-Industrie. Und ich glaube, die meisten anderen von uns haben vorher auch in anderen Firmen in der Gaming-Branche schon gearbeitet. Ich zum Beispiel auch. Von daher hat man da so seine Lieblinge von früher auch und noch einfach liebgewonnene Erinnerungen. Das gehört einfach dazu. Okay, ich glaube, wir haben euch genug Zeit gegeben. Deswegen lasst uns den Run einfach mal starten. Genau, wollt ihr einfach mal auf Go drücken? Und los geht's. Das können wir natürlich auf dreifach machen, ist schon an. Dann machen wir natürlich auf Auto. Wow, wow, hey, das hätte ich jetzt nicht gehabt. Okay, wir haben natürlich auch schön Effektwaff dabei, das Team. Ja. Und das Team ist was für euch zum Nachbauen. Wer so Giants 1 noch nicht geschafft hat, hier jetzt live der Geist. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Damage kassiert. Das ist elementar. Nur der Boss ist da was anderes. Ja. Also, und hier ist es auch schon nicht so. Auch über Armor Break haben wir auch. Wenn man zum ersten Mal mit diesen Monstern spielt, die man gar nicht so kennt, lernt man die jetzt erstmal richtig kennen. Also, die haben wir sonst nicht auf dem Schirm. Normalerweise Food. Food, genau. Hau weg. Und wir Armor Break drauf. So einer ist gestorben. Okay. Ich glaube, die meisten haben geschrieben, es funktioniert. Das habe ich am Anfang gesehen, aber jetzt sehe ich schon wieder ein paar Nines. Also die Umfrage ist natürlich jetzt durch, jetzt konnte ich nicht mehr schreiben. Es gibt zu gewinnen, wie gesagt, 10 Shirts. Und eine Taste haben wir gerade schon reingekommen. Oh, 4 jetzt. Okay, warte. Wollen wir das so laufen lassen? Jetzt gehen die auf die Tower. Eigentlich kann man es ja nicht machen. Nein, wir müssen eigentlich Mitte, ne? Genau. Wir müssen eigentlich Mitte machen. Oh. Okay. Ich glaube, das wird nicht. Okay, leider hat es nicht funktioniert. Auch wenn der eine Hit jetzt auf den Tower gegangen ist. Vielleicht doch keine Empfehlung. Genau, vielleicht doch keine Empfehlung. Also okay, die 10 Leute werden wir jetzt in dem Chat quasi, wie sieht die Technik los, diese Leute jetzt aus. Ihr seht wahrscheinlich auch eine Meldung im Chat, so wie ich das verstanden habe. Genau, da steht schon Mino-Keks. Hat hier zum Beispiel gerade das erste Gewinn abgestaubt. Ja, Glückwunsch. Naja, Glückwunsch. Also die Technik zieht jetzt die ganzen Gewinner hier. Wie gesagt, um mitzumachen, beziehungsweise jetzt die Gewinne euch dass wir euch die zustellen können, müsst ihr mir eine Twitch-Nachricht schreiben, kein Whisper, sondern eine Nachricht. Hier, ich habe gewonnen und so weiter. Sonst können wir euch natürlich nicht die ganzen Giveaways zukommen lassen. Und nochmal ganz kurz der Vermerk auf die neue Datenschutzrichtlinie. Also falls ihr mitmacht, wir brauchen eure Adresse natürlich, um euch das zuzusenden. War ein knappes Ding. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir das nochmal laufen lassen. Wollen wir es einfach für das Verfahren nochmal laufen lassen? Komm, lass das Verfahren nochmal. Wir werden sehen, das. Weil so schlecht sah das gar nicht aus. Vielleicht war es wirklich einfach nur Pech. Aber das ist natürlich außerhalb der Dings. Ja. Die haben natürlich die deutsche Aussicht. Aber wie gesagt, es gibt natürlich einfach wieder einige andere Sachen zu gewinnen. Und ich guck mal kurz rein. Wir sind zeitlich, glaube ich, wir sind doch noch ganz gut beim Rennen eigentlich. Nach 10 Chef, eine Tasse. Gehen die natürlich raus. So, dein erster der Fall in dem Spiel. Wie lange spielst du schon? Sagen wir mal so. Ich habe angefangen letztes Jahr im Frühjahr. Also so. Ja, geht mal. Ne? Und wie lange hat es mit Essen at 5 gedauert? Was ist, viele schreiben, ich habe über ein halbes Jahr gespielt. Ich glaube, mein erster at 5 war im September letzten Jahres. Also ein halbes Jahr. Ja, war bei mir auch. Also ich habe natürlich auch lange gewartet und gehofft und dachte, oh Gott, nein, das passiert nie. Und am Ende hat es doch geklappt. Das war auch eine ganz lustige Geschichte, weil ich war im Urlaub. Ich war in Japan. Oh, ja, du warst in Japan im Urlaub. Okay. Ja, und ich habe Mulan gezogen. Oh, wow, natürlich. Das ist das Gleiche. Richtig geiles Monster als erstes. Aber auch da nochmal die Frage, ihr spielt natürlich auch mit ganz normalen Accounts sozusagen. Genau, ja. Also ist natürlich immer die Frage, was im Chat, ja, hey, haben die Leute bei Comptos, haben die Accounts, mit denen die irgendwie selber Crystals zuschieben können? Leider nicht. Das ist wirklich alles selber hochgespielt und selber investiert. Also da hört das. Ne? Also ich denke mal, klar, die Entwickler direkt in Korea, die haben natürlich ihre Entwickler-Accounts, aber... Auch die gehen aber nicht auf die normalen Server los. Das wird dann auf einem Test-QA-Server gespielt. Ja. Von daher. Also da ist keiner dabei, der auf einmal RTA Rang 1 ist, weil er alle... Nein, okay, gut, dann würde ich sagen, CM Split Seconds, vielleicht seht ihr sie ja mal ab und zu auf Instagram zum Beispiel. Wie gesagt, waren durch ein Post mit dir drin, habe ich gesehen. Genau, es gibt auch immer mal wieder Stories auf Instagram, wo man ein bisschen was hinter den Kulissen sieht. Heute zum Beispiel mit dir. Ja, genau. Dann wisst ihr schon mal, um wen es sich handelt. Ne? Genau. Und auch
wenn ihr irgendwie Fragen habt oder bei Facebook oder so seid, dann könnt ihr euch zumindest mal ein bisschen vorstellen, wer da so hinter den Kulissen sitzt. Genau. Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei dir ganz herzlich und wir gehen einfach zum nächsten Punkt und holen den nächsten Community Manager hier ins Boot. Ja, vielen Dank auch an dich und ja. Ich mache den Platz hier mal frei. Ja, gerne. Ja. Cool. So, GZ nochmal an alle. Ja. So, wir kommen zum nächsten Community Manager. Toki. Hi. Freut mich. Mich auch. Du machst wahrscheinlich oder hast wahrscheinlich ähnliche Aufgaben wie Split Seconds, denke ich mal. Also ja. Deutscher Markt. Genau. Ja. Wir teilen das relativ täglich auf nach dem Motto, wer macht jetzt was. Manchmal gibt es natürlich auch Sonderaufgaben. Und dann werden wir halt gucken, wer es am besten hat. Also sie hat ja mehr Erfahrung hier, deswegen, ich bin relativ neu, also ich bin erst im Februar. Also du bist schon sehr, okay. Genau, deswegen wurde ich am Anfang halt von ihr ein bisschen eingelernt und ja, ich arbeite mich jetzt langsam so aufs gleiche Level hoch, würde ich sagen. Hast du schon vorher so ein bisschen Erfahrung gesammelt irgendwo in anderen Branchen, also kommst du aus der Gaming-Branche sozusagen? Genau. Ja. Genau, okay. Also das ist jetzt sind doch schon 10 Jahre. Also 10 Jahre schon, das war Oktober 2007 fing das bei mir an. Das war einfach nachts aus Spaß mal eine Bewerbung geschickt als Game Master. Habe auch ein Interview bekommen und wurde dann übernommen. Und so sind es in den letzten 10 Jahren dann doch 5 Firmen gewesen. Das war in Deutschland, das war in England, das war in Irland. Und ach, du bist aber schon richtig weit rumgekommen. Ne? Genau. Aber jetzt hier zum besten Unternehmen der Welt. Genau. Endlich mit dir zusammenarbeiten. Ja, ne? Darauf hast du die ganze Zeit gewartet. Ne? Genau. Vielleicht hast du mich vorher auch schon mal verfolgt bei YouTube. Jeden Tag von klein auf. Ich habe dich von klein auf miterlebt. Aber hast du vorher Summer of War gespielt oder ein Spiel von Game World, ein Spiel? Oder wie bist du darauf gekommen? Oder hast du einfach gesehen, weil das ist ja eine coole Firma, Sternenaufstellung, ich bewerbe mich einfach mal. Es ist zweiteilig. Also ich habe Game World Spiele früher gespielt, Zenonia 1, 2, 3 damals. Das war schon einige Jahre her. Jetzt direkt an die Stelle hier bin ich gekommen, da meine vorherige Firma hier mit leider dicht gemacht hat. Und naja, arbeiten muss man ja, auch wenn man ganz nach zu Hause sitzen würde und spielen. Wäre schon angenehmer, ne? Eben, vielleicht wäre das ja ein neuer Job für dich, so YouTuber, Influencer, Twitch-Streamer. Ich habe drüber nachgedacht, aber mit dir als Konkurrenz wird das halt nichts. Ja, wir können uns ja ergänzen, ergänzen. Vielleicht irgendwann. Jedenfalls, ich habe den Job dann hier gefunden, weil ich halt einen Job gesucht habe und es ging eigentlich recht zügig. Interviewprozess, das war eigentlich kein Problem. Also hier wird man sehr warm empfangen, ist alle sehr freundlich, alle sehr offen. Das ist eigentlich nicht so wild. Muss ich auch sagen. Also als ich hier reingekommen bin, kam mir erstmal ein Hund entgegengelaufen. Also ne, es ist richtig schon fast familiär, könnte man sagen. Ne? Also ja. Die Arbeitsbedingungen scheinen hier richtig gut zu sein. Also wer irgendwie Bock hat, ne? Also. Ja, das stimmt. Also, Angst vor Hunden dürfte man hier nicht haben. Ich meine, wir haben ganze 4 davon. Die gehen von klein bis mittel bis groß. Aber die gehören einfach zum Office-Leben hier dazu. Also da hat keiner ein Problem mit. Aber ansonsten Summer Wars an sich muss ich gestehen, erst im Januar dieses Jahres angefangen, als ich mich hier beworben habe. Ja, ich kannte es halt vorher schon, aber wirklich aktiv mit dem Spiel ist es halt erst knapp ein halbes Jahr. Kam gerade die Frage wieder aus dem Chat zu den Aufgaben. Wie gesagt, nochmal, wir sind im Comptas EU-Büro, die sich, vielleicht sagst du einfach nochmal ganz kurz, was eure Kernaufgabe hier in dem Büro ist. Genau, also wir hier in Europa können leider nicht entwickeln, also von keins von den Spielern. Wir sind halt hauptsächlich hier für das Community Management zuständig, Marketing, also generell Kampagnen, Events, die werden hier organisiert, also für den europäischen Markt. Auch zum Beispiel das Summoners Tour Championship, also unseren Teil, den europäischen Teil, der wird von hier aus organisiert. Also hier, ne, bald findet ja die Europameisterschaft wieder statt, ne, dann zumindest diesen Teil dürft ihr dann, ja, könnt ihr natürlich mega auslassen. Also in Frankreich letztes Jahr war es natürlich mega, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Was du wahrscheinlich jetzt noch nicht direkt daran beteiligt. Aber dieses Jahr hast du das Vergnügen. Also ich denke mal, die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren, das alles wieder vorzubereiten. Ich habe auch mega viel Arbeit und ich bin auch gespannt, wie das diesmal wird, muss ich sagen. Deine spezielle Aufgabe, direkt wahrscheinlich auch ähnlich wie bei Split Seconds, also Instagram und so weiter, habe ich dich ja auch gesehen kürzlich. Genau. Wir machen Instagram jetzt seit neuestem, Facebook natürlich, generell Sachen posten, Kommentare durchlesen, beantworten. Wir sind auch die Privatnachrichten beantworten, soweit es halt geht. Kommt halt leider ein bisschen viel auf uns zu nach dem Motto, der Support antwortet nicht, dauert leider ein bisschen, aber können wir halt persönlich jetzt hier auch nichts daran ändern. Wir versuchen halt, so weit wie möglich zu helfen, soweit es unsere Möglichkeiten ist, weil einige Themen kennt man halt schon, man kennt auch die Lösung. Das heißt, wir sind so ein bisschen der erste Schritt. Alles können wir leider nicht machen.
Aber ansonsten ist halt auch viel hinter den Kulissen wie Eventorganisation, dann Reports schreiben, Analysen machen und so weiter. Man kann ja auch über sein Konto, über Einstellungen, glaube ich, 1:1 anfangen, genau. Wenn nett ist da. Habt ihr mit diesem Part Auffassung? Nee. Und das läuft auch über. Das geht direkt an den Support. Also das geht direkt an den Support. Ihr seid mehr für Facebook und wie du schon sagtest. Also wenn ihr mal irgendwo eine Antwort findet oder vielleicht irgendwie in den Posts und so weiter, wie gesagt, Split Seconds und Toki sind da quasi für, ja, fast schon verantwortlich, könnte ich mal sagen. Ja. Wir haben auf jeden Fall gleich, wie gesagt, noch mehr Giveaways für euch, ja, falls ihr jetzt also noch nichts bekommen habt. Wir haben auf jeden Fall noch jede Menge für uns, CM Becksammler haben wir auf jeden Fall gleich noch da und wir werden natürlich noch ein paar Summons machen. Ich frage eigentlich die ganze Zeit euch, gibt es eigentlich eine Frage, die ihr mir vielleicht stellen möchtet? Oh, jetzt seid ihr aber gespannt, ne? Oh je. Persönlich, ich meine, da ich dich jetzt seit kurzem kenne. Stimmt. Hast du schon mal live so ein bisschen was? Weil, meine, klar, du bist ja Community Manager. Genau, wahrscheinlich wirst du ja schon mal was gesehen haben von mir. Also deine Videos so kenne ich. Mich würde interessieren, wie kamst du zu Summoners War? Echt? Beziehungsweise zum Streamen von Summoners War. Gestreamt habe ich ja schon vorher, ne? Und dann habe ich bei anderen YouTubern habe ich das Spiel gesehen, ich kannte es auch schon länger und da habe ich gesagt, ich glaube, das ist überhaupt nicht so mein Ding. Habe ich irgendwie so gedacht und habe gesagt, komm, die Community möchte unbedingt, dass ich das spiele und da habe ich damit angefangen und ey, war sofort wie so ein Süchtiger quasi schon, dann ging das Ganze eigentlich los und das Stream macht einfach. Ich finde das Stream einfach irgendwie total cool, mir macht das mega viel Spaß mit, gerade auch hier zum Beispiel, das Ganze hier ist auf dem Video, das wäre halt nicht so cool, weil hier können wir mit der Community direkt interagieren und das ist schon eine sehr coole Sache, das gefällt mir richtig gut, ich mache das hier als Hobby sozusagen und möchte vielleicht auch den einen oder anderen ermutigen, das auch mal zu probieren, also bei Support kriegt ihr, also wenn ihr irgendwas braucht, sagt einfach Bescheid. Wir gucken mal ganz kurz in den Chat. Warum gibt es keinen Merch in Europa? Wir haben ja hier zumindest viel Merch. Ich weiß, diese Merch-Frage wird auch oft gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr was dazu sagen könnt, aber ich weiß, dass es Merch gibt. Es wird auch wahrscheinlich, es gibt ja bald Figuren, das ist ja schon announced sozusagen. Das ist in der Entwicklung quasi, dass es Figuren geben soll in der Zukunft, die man dann auch erwerben kann. Das ist auch richtig, ja? Soweit mir bekannt, ja. Also wir sind halt die Funko-Figuren, die kann man normal kaufen. Ansonsten zum Merchandise. Problem ist halt, wir haben auch nicht alle Informationen parat. Wenn es was gibt, also was auch verkäuflich ist und so weiter, wird es natürlich entsprechend angekündigt von uns. Das kommt dann direkt durch Marketing. Ansonsten ist es leider momentan halt noch auf Giveaways oder halt so Live-Events beschränkt. Ich sehe gerade, es gehen keine Twitch-Nachrichten mehr. Das ist nicht so schlimm. Ich habe mir die Namen von den Gewinnern. Und dann schreibe ich die einfach so an, also im Chat dann. Ich kann es jetzt nicht anders machen gerade, ansonsten, ich überlege mir vielleicht nochmal gleich was, ja? Ich weiß Bescheid, Dankeschön. Ja, also wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall, das ist ein kleiner Anfang vielleicht mit den Figuren, aber klar, ich weiß, wir wollen alle Merch haben, ich bin natürlich selber gespannt. Ich habe natürlich das Glück, ich kriege ein bisschen was am Merch, aber wie gesagt, bleibt einfach dran. Ich versuche das zu regeln, ja, mit den Gewinnern, dass diese Twitch-Nachricht, dass das nicht mehr geht, aber wir werden das schon hinkriegen. Okay, ich würde sagen, Toki, ich gucke mal kurz auf den Zeitplan, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich wollte mich bei dir bedanken auch, dass du hier kurz dabei warst. Vielleicht sehen wir uns in Zukunft öfter. Ja, wenn ich schon ein cooles Büro hier quasi habe, das für extra Streaming eingerichtet habe, ne? Wäre ja was. Okay. Jederzeit willkommen. Cool, dankeschön. Ja, dann bedanke ich mich. Okay. Und ich gucke nochmal eben, wie ich das Problem hier lösen kann mit den Twitch-Nachrichten. Aber das werden wir schon hinkriegen. Wir haben die Namen auf jeden Fall aufgeschrieben von euch, ja, falls ihr gewonnen habt. Das geht hier nichts irgendwie verloren. Deswegen, es gibt ja gleich noch mehr Giveaways. Gut. Na gut. Dann würde ich sagen, wechseln wir einfach mal den Platz und holen gleich mal den CM Baxter ran. Ja? Ciao. So, bis dann. So, ich wusste gar nicht, dass Twitch-Nachrichten nicht mehr funktionieren. Dass die rausgepatcht wurden. Ich werde mir irgendwas überlegen. Ja, also seid unbesorgt. Wir kriegen das mit den Giveaways auf jeden Fall hin. Okay? Mal kurz schreiben und kurz gucken, meine ich. So, ich war kurz AFK gerade beim Gewinn. Wie gesagt, das Ganze wird auch noch auf YouTube hochgeladen. Falls ihr also was verpasst habt von vorhin zum Beispiel. Auch ein Vlog wird noch hochgeladen, hier live aus dem kommt das Büro, wo ihr auch zum Beispiel noch was gewinnen könnt. Also da einfach auf meinen YouTube-Kanal zum Beispiel gucken. Einfach YouTube mal Robbe Summoners War eingeben, da findet ihr mich direkt. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Ich würde sagen, wir begrüßen einfach unseren nächsten Gast, der
kürzlich noch in Korea war, den CM Baxter, und der zeigt uns so ein paar Bilder, zeigt uns was vom CM Headquarter, und ich freue mich ganz besonders, auf jeden Fall ihn zu sehen, denn... Was ein Entry. Das machen wir, das, ja genau, ich bricht sogar der Tisch schon zusammen vor. So eine Aura strahlst du ja. Ja, setz dich ruhig. Den passenden Entry Points. Jawohl. Ja. Das machen wir gleich, wenn wir für dich den Net 5 ziehen. Ja, genau, ja, genau. Das ist unser Net 5-Symbol heute. Genau. CM Baxter, vielleicht habt auch der ein oder andere schon den Baxter gesehen. Wo kann man, hat man dich irgendwo schon mal gesehen? Also du hast mich auf jeden Fall letztes Jahr in Paris interviewt schon. Stimmt, da warst du ja das Turnier. Genau, da habe ich mich ja um den, da habe ich, hab auch Videos an dem gemacht, die wir auf Facebook hochgeladen haben. Da war ich mal ab und zu im Spiegel zu sehen, weil so, ja, genau, ich mit der Kamera umdrehen, oh, guck mich an, anstatt die Location. ja, Instagram jetzt gerade letzte Woche in Korea. Stimmt. Richtig. Also es war super interessant auf jeden Fall, also die Korea-Bilder da zu sehen. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Wir haben noch euch ein paar Bilder mitgebracht. Auch ein paar lustige Sachen. Also koreanische, sagen wir mal, Kultur sozusagen. Ja, koreanische Kultur. Ist ein bisschen anders, ja. Ja, ist ein bisschen anders als die deutsche. Aber schon sicher mega interessant ist, da mal vor Ort zu sein. Und auch so im Hauptquartier sozusagen. Da hat man bestimmt ein bisschen Nervosität, oder? So in den heiligen... also ich muss halt so sagen, es war jetzt auch das dritte Mal, dass ich jetzt dort war. Im ersten Mal absolut. Erstens Korea, ganz andere Welt. Auf dem anderen Ende des Kontinents irgendwie. Mhm. Dann natürlich auch HQ, die ganzen wichtigen Leute, die man vorher so höchstens in einer E-Mail gesehen hat. Oder also ein falsches Wort und du bist weg. So ein bisschen, ne? So schlimm ist es jetzt nicht, ja. aber die Sachen, die man vorher macht, ist so, man lernt mal schnell die letzten heißesten koreanischen Wörter oder sowas. Ja, mir ist es Danke und Bitte. Stimmt, und Hallo und so. Was heißt denn Hallo? Hallo heißt Annyeong Haseyo. Was? Das ist ja bisschen, toll, ne? Heißt das schon guten Tag, wie geht's Ihnen, oder heißt das nur Hallo? Es heißt Hallo. Ja. Hallo, hi. Annyeong Haseyo. Okay, das muss ich mir merken, falls ich mal irgendwann da bin. Ja, falls du mal irgendwann da bist. Ja, genau. Lass uns aber kurz nochmal auf das Gewinnspiel eingehen, denn wir wollen noch ein bisschen was haben. Wir wollen natürlich auch wieder ein paar Giveaways an euch rausballern. Und wir sind bei Baxter ja auf dem Account und du hast uns ein paar Rollen mitgebracht. Ich habe ein bisschen gespart, ja. Auch hier wieder seine privater Account. Ne? Ja. Also wie gesagt, das jetzt, auch wenn dort CM, das ist natürlich, CM denkt schon hier, aber es war so ein bisschen die Entscheidung, dann gehe ich rein und mache ich mich inkognito. Aber ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und ich bin bei allen Spielen, die ich vorher betreut habe, wie gesagt, wir machen jetzt nicht nur Summoner's War. Bei allen Spielen, die ich betreut habe, habe ich mich entschieden, naja, ich will auch erreichbar sein, Leute sollen mich anschreiben können. Deswegen, meine Friendlist ist auch grundsätzlich immer mit 49 belegt, anstatt mit 50. Dass der eine Platz frei ist, dass man mir halt schon eine Anfrage schreiben kann. Ja. Ich kann nicht immer garantieren, dass ich zurückschreibe, weil das sind doch dann relativ viele. Hier, die sind alle neidisch auf deine Cap. Ja, das Cap ist super, ne? Also ich habe leider auch nicht das Cap. Also ja, und uns fehlt noch die coole Mütze, aber ist ja, wie gesagt, ist ja nicht Cap Robbe, ja, sondern eigentlich Cap Caro, die auch im Chat ist. Ja, Caro hat auch... Ja. Ich meine, okay, dann klar, Caro hat dann natürlich die Mütze viel mehr verdient als ich. Aber vielleicht bringt irgendwann ja mal eine Mütze raus. Na, das wäre ja noch nicht schlecht. Ne? Genau, wir lackern ja an mehr Merchandise. Richtig? Ja, genau, haben wir ja gerade ganz kurz drüber gesprochen, über diese Figuren... die ja dann kommen. Also, man ist auf jeden Fall dran. Das ist ja natürlich schon mal eine gute Nachricht, an Merch irgendwas rauszubringen. Aber es gibt ja jetzt auch noch was zu gehen. Lass es mal einfach direkt rein. Ich guck mal kurz an den Shop bei dir. Lass mal. Ja, zieh das mal. Schau mal, mein Shop. Vielleicht finden wir noch eine MS. Nein, leider nicht. Aber wir gucken mal in deine Beschwörung rein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ob das nicht ein Zeichen ist. Das war geplant. Von Anfang an. Was wollen wir genau machen? Also, theoretisch, die Challenge geht jetzt darum, wir machen eine Summoning-Session, das koppeln wir so ein bisschen mit einer Erzählung von, was in Korea so passiert ist. Mhm. Und bei jedem Lightning geben wir Rewards raus. Ja, sieht gut an. Also Merchandise. Das habt ihr ja schon teilweise gesehen. Ich glaub, Powerbank und Tragetasche können wir da Powerbank fallen. Und Tragetasche, ja. Das haben wir ja auch noch. Das gucken wir mal schnell. Also, das ist, ein paar von euch haben es ja vielleicht schon gesehen, wir haben es ja auch schon mal im Jahres-Anniversary-Event weggegeben. Das ist die besagte Powerbank. Genau. So. Sieht aus, kleinhandlich, reicht für den Charge. Kam die Gradmeldung aus dem Chat, Ingame-Sound ist laut, vielleicht kurz an die Technik, habe ich weitergegeben, ja? Ja. Vielleicht können wir es auch einfach ausstellen oder vielleicht kann ich es Ingame ausmachen, habe ich weitergegeben.
So, dann Tasche, wie gesagt, zum nächsten ist so eine schöne Umhängetasche. Ja, damit werde ich euch überlegen laufen, by the way. Ich habe meinen Laptop mitgenommen, weil ich den Stream natürlich später auf YouTube auch hochladen möchte. Für die Leute, die jetzt vielleicht gerade jetzt eingeschaltet haben oder es nicht geschafft haben, dann habe ich den Laptop da reingepackt. Das war auch qualitativ, sagen wir mal, alles top auf jeden Fall. Ja. Kann man, wie gesagt, auch gleich noch gewinnen. Genau, T-Shirts hat man noch. Und die Tassen haben wir gerade auch noch. Können wir auch noch mal reinzeigen. Ja. Powerbank, ich kann euch das nur empfehlen. Ich, eine kleine Geschichte dazu. Ich war auf der Gamescom, natürlich die ganze Zeit Handy angehabt und Robert hat keine Powerbank dabei. Ne? Ja, war natürlich total dämlich. Ne? Von daher, eine Powerbank gehört eigentlich in jede Gamertasche. Also das habe ich da wirklich gemerkt. Wenn man keine Möglichkeit hat, irgendwo was aufzuladen, im Auto oder sonst, lade ich es im Auto auf oder sonst wo. Aber da hat mir das echt gefehlt. Da war dann am halben Tag mein Akku leer. Und überlebenswichtig. Ja, wirklich. Also für einen ordentlichen Mobile-Gamer. Ja, auf jeden Fall, das geht gar nicht. Von daher, ich habe ja auch die Powerbank bekommen und super Teil auf jeden Fall. Damit kann man seinen Akku einfach nochmal eben vollladen. Richtig. Also? Ja, also Challenge jetzt, die zweite Challenge. Wir machen eine Summoning Session. Genau. Wie ihr seht, ich habe ja ein paar Rollen, haben wir ja über. Und die ballern wir jetzt mal schön durch und hoffen auf viele Lightnings, denn für jedes Lightning geben wir was weg. Das werden dann praktisch eine Powerbank sein, es werden zwei Tassen sein, das ist eine Tragetasche und alle anderen Lightnings, nachdem diese ersten aufgebraucht sind, füllen wir halt auf mit T-Shirts. Also jeder weitere Lightning ist ein T-Shirt. Und wie ihr seht, wir haben ja sogar eine Legendary hier oben, also ein Lightning ist definitiv garantiert. Einen haben wir sicher. Bei unseren unglaublich guten Raten und so wie ich mich kenne, könnte das schon echt. Ich habe schon mal für Baxter gesammelt in Paris. Ne? Dann habe ich dir noch einen Net 5 gesammelt. Oder Monkey King. Da war der allerdings noch nicht gebufft gewesen. Der war nicht geil, ja. Aber jetzt ist er gut. Ja, der ist aber immer noch bei mir. Ich glaube, ich habe den nicht gesixstart. Ich habe besser gezogen bis dahin. Ja, gut. Am Anfang da war er noch nicht so toll. Aber jetzt vielleicht. Es lohnt sich auf jeden Fall, ihn dann auf 6 mal. Das bedeutet, wie kann der Chat mitmachen jetzt bei den Lightnings? Also, wir starten die Challenge dann jetzt theoretisch gleich. Und um daran teilzunehmen, müsst ihr Lightning in den Chat eingeben. Groß- und Kleinschreibung spielt wieder keine Rolle. Hauptsache Lightning bitte richtig schreiben. Also denkt dran, englisches Wort. Wenn ihr das nicht wisst, guckt es halt mal schnell nach. Ist ja jetzt nicht so wild. Tippt Lightning ein. So werdet ihr bei uns in die Gewinnerkartei aufgenommen. Genau. Und aus diesen Gewinnern suchen wir uns zufällig dann bei dem Lightning einen aus. Genau. Und der kriegt dann halt den Gewinn. Deswegen, um jetzt so zu machen, schreibt einmal, reicht wirklich definitiv. Schreibt einmal jetzt einfach Lightning in den Chat rein, um am Gewinnspiel gleich einfach mitzumachen. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Lightning kommt, hauen wir ein Giveaway für euch raus. Genau, einmal reinschreiben, Lightning, super. Genau so muss das sein. Wie gesagt, falls ihr keinen Twitch-Account macht, dann macht euch jetzt schnell ein, dann könnt ihr noch mitmachen bei dem Gewinnspiel, weil ohne Twitch-Account könnt ihr natürlich dann nicht mitmachen. So sieht's aus. So, 123 Stück. Ne? Mhm. Also ich mache ja auch öfters mal Summoning-Streams, so nenne ich sie für euch, für die Community. Und ich mache dann immer so einen Contest, auf so eine Fragerunde auf. Ja, was glaubt ihr, wie viele Blitze wären es denn? Ne? Also 123. Ich meine, die Raten sind ja schon da. Ne? Man weiß ja ungefähr, was der Schnitt so sagt. Ja, aber es ist ja einfach... Manchmal hat man einen schlechten Tag, manchmal einen guten Tag. Was ist deine Schätzung? 123 Stück. Also, ich habe jetzt nur für die MS, ne? Wir nehmen jetzt nur die MS. Legendary House und die anderen Events. Ja, nur die MS. Wir haben jetzt ungefähr mit 10 gerechnet. 10 Stück. Das ist natürlich so genau. Das ist so, also das haut schon hin, das ist schon ein Schnitt auf Rate bezogen. Aber denk dran, für jedes Summoning wird die Rate neu berechnet. Das heißt nicht, dass wir nach 10 garantierten Lightning haben. Das funktioniert halt so nicht. Jedes Mal, wenn man drückt, ist jedes Mal eine Neuberechnung. Also von daher kann es auch sein, dass wir jetzt hier 123 durchballern und wir keinen einzigen Lightning haben. Bitte drückt mir die Daumen und ich drücke sie natürlich auch euch. Ja, Chat, was sagt ihr? Wie viele Lightnings kommen raus? Wie gesagt, denkt dran, bei jedem Lightning gibt es für euch einen Giveaway. Von daher, wenn wir jetzt 123 Lightning... Oh, habt ihr so viel gehört? würde bedeuten, 123 Merchandise-Artikel. Ich glaube, ich muss nochmal ins Lager gehen. Ne? Aber du hast ja gesagt, jedes Mal die Chance neu. Das heißt, es könnte, also rein rechnerisch wäre das sogar möglich, aber das habe ich natürlich noch nicht. Ich glaube, meine meisten Lightnings hintereinander waren, glaube ich, 4 Stück. MS jetzt. Ja. Also 4 Stück hintereinander direkt gehabt, jede Rolle. Noch nie passiert bei mir. Ja, das ist auch ganz selten. Also selbst 3 ist schon mega übertrieben eigentlich. Also der Komtor aus Buff funktioniert bei mir irgendwie nicht so richtig. ich muss aber zusagen, ich habe es geschafft, innerhalb von 8 MS Ariel, Perna, Fregatte und noch einen
ich glaube, eine Feieranubis zu bekommen. Und da hatte ich, ich habe seitdem auch nichts mehr bekommen. Ich glaube, ich hatte dann so auf einen Schlag mein ganzes Glück weggebracht. Glück war raus. Vielleicht heute. Ja, genau. So, letzte Aufforderung, noch mal ganz schnell eben Lightning rein, dann werden wir sofort loslegen mit dem Giveaway. Kurz noch, was ich auch immer frage, deine Wünsche. Was hast du irgendwo, brauchst du was oder findest du was besonders cool, was dir weiterhilft? Ja. Also auf jeden Fall Chakram, also die eine der Schwestern, habe ich gar nicht bekommen. Ich habe auch dazu sagen, ich habe es echt verpasst, so zum Anfang so zusammen, als die beiden gerade rauskamen. Also von den beiden? Gar nichts, ich habe nicht eine. Okay, dann wäre natürlich cool, wenn wir von beider Sorte eine ziehen, dann kannst du natürlich im Team mit dem Passiven zusammen so verwenden. Ein zweiter Galleon wäre natürlich auch natürlich super. Ja, auch nicht schlecht für PvP vielleicht. Richtig, richtig. Meiner ist jetzt auch gerade PvE geruhnt, weil ich einfach noch mit einem PvE-Content drin stecke. Das sind so die Net 4s. Net 5 bin ich, glaube ich, offen für alles. Ich nehme alles, was kein Dupe ist. Genau, alles, was kein... Und selbst Dupe nicht alles in den Hof gezogen. Ich habe jetzt... man sieht hier genau, der ist mal... Ja, genau, so. Den Meeresherrscher kann man ja auch nochmal... Ja, die Tiana ist besser, Leute, wissen wir alle. Aber gucken wir mal ganz kurz. Ne? Also hier, den Monkey King, genau, den hatte ich dir ja vor langer Zeit... Das war mein erstes Net 5, ne? Ja, den hast du drin, ne? Den habe ich immer drin, ja. Ja, wir sind ja auch im Game befreundet und ich sehe natürlich seinen Tisch. Richtig, ja. Es war meine allererste Legendary Scroll mit Stücken zusammengesammelt. Direkt Retesh. Ja. Und Perna auch noch hier. Und das war mein absoluter Lucky Strike. Ja, das ist natürlich super geil, ne? Mhm. Also Perna und hier Rika. Okay, gucken wir uns die Mods noch an, dann wissen wir jetzt, ob es ein Dupe ist oder nicht. Hier sehe ich noch ein Ariel drin. Okay, gut. Richtig. Würde ich sagen, Chat, wir legen los. Und währenddessen wir hier so ein bisschen Sam. Wir wollen jetzt nicht extrem durchklicken, denn Baxter war jetzt noch plötzlich in Korea gewesen, auch beim Hauptquartier. Was war deine Aufgabe da so? Also ist das ein regelmäßiges Community-Event? Ich fange einfach mal an zu sagen. Und erzähl einfach ein bisschen. Ne? Also Korea ist, ich muss mal dazu sagen, ich leite jetzt das Community-Management bei uns in Deutschland und in Europa. Und es war viel in Korea passiert, wirklich man muss die Leute kennenlernen. Man muss mit den Leuten einfach mal geredet haben, weil einfach anonyme E-Mails funktioniert einfach nur so weit zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Und dann muss man mit den Leuten geredet haben, wenn man einen speziellen Game Release. Ich wollte ihn nicht unterbrechen. Ja. Ich glaube, Dritter war es schon. Also, geht ja schon mal gut los. Jemand bitte das Lager checken, ob wir genug da haben? Ja. bitte nochmal an die Technik, also die Gewinnernamen bitte aufschreiben, weil den Twitch-Nachrichten, das funktioniert wohl nicht ganz richtig. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin, wir werden uns was überlegen. Mhm. Das Sponsor ist, es war schon mal, glaube ich schon mal so Hall of Heroes, wenn ich mich nicht recht erinnere, oder in der Bogen. Ja, war Hall of Heroes. Da habe ich sogar her damals. Habe ich mir geschnappt. Ist jetzt halt nichts. Nichts Geiles, ja. Richtig. Also du sagtest, man muss mit den Leuten mal im Headquarter geredet haben. Auf jeden Fall. Man muss die Leute kennenlernen, man muss dem Face-to-Face gegenüberstehen. Und es klingt vielleicht komisch, und wie spät haben wir es jetzt? Naja, man muss mit den Leuten auch mal was zusammen getrunken haben. Asiatische Kultur funktioniert wirklich echt darüber, dass man mal zusammen weggeht. Das ist ein Zeichen von Respekt. Das ist ein Zeichen von Respekt, dass man, dass der andere einem vertraut und dass er einem was Gutes tun möchte. Dann wird man eingeladen, geht abends trinken und unterhält sich dann einfach über Gott und die Welt. Natürlich viel Arbeit auch. Und darüber, über diese Zeit, kriegt man eigentlich diese Schlange. Mit der Zeit, dass wir auch mal eintrinken gehen, damit wir uns mal ein bisschen besser kennenlernen. Ich weiß ja nicht, ob ich es jetzt sagen darf, aber wir gehen heute noch weg. Ja, wir machen heute noch hier. Wir gehen viel Saft trinken. Ja, gesunden Reissaft. Okay. Apfelschorle. Das ist immer super. Also es ist wirklich so in der Kultur, dass man, weil man ist ja so ein bisschen schwierig auch für mich, so einen Asiaten, wie begegne ich den höflich? Weil ich glaube gerade so Respekt zeigen und so weiter, das ist, glaube ich, sehr hoch dort. Ist ganz wichtiges Thema. Also man muss dazu sagen, die verstehen schon, dass man selbst jetzt nicht aus Korea kommt und da nicht aufgewachsen ist. Die setzen natürlich nicht voraus, dass du die ganzen Höflichkeitsfloskeln kennst. Aber man kommt natürlich geil an, wenn man hinkommt und auf Koreanisch Hallo sagen kann, tschüss, danke, das und dann auch die Regeln beherrscht. Ja, da kann man sich gleich bei den Chefs einschleifen. So sieht's aus. Es möchte jetzt niemand auffordern, dass man sich bei den Chefs einschleift, aber das kann ganz gut funktionieren. Ich habe mich auch schon mega eingeschleift im Büro. Nein! Ja, sieht gerade ein bisschen schlecht aus. Ja, siehst du, drei Summons, Lightning und dann geht's. Hier nochmal ein Greif dabei. Ja. Vielleicht wollen wir, du hast ein paar lustige Bilder mitgebracht. Ich habe lustige Bilder mitgebracht, Vielleicht können wir das erste Bild einfach mal kurz einblenden. Ja. Frage an die Technik mal eben. Ich schau mir einfach mal weiter. Ey, was ist das für eine Rate, Leute, schon wieder hier?
Also das Bild, was ihr dann gleich seht, das ist das Erste, was einem so begegnet, wenn man im Hotel ankommt, ist nämlich eine koreanische Toilette. Das ist die letzte Toilette. Da sind mehr Knöpfe drin als im Flugzeug. Ja, ja, ja. Also es ist echt abgefahren, man kann echt alles einstellen. Also von Vibration der Toilettenbrille bis hin zu... Wieso soll die sich vibrieren? Also, weil man sich da vielleicht anscheinend besser fühlt. Kann ich jetzt natürlich nicht aus eigener Erfahrung sagen. Also die Koreaner keine Zeitung mit auf Toilette, aber wahrscheinlich. Ja, also ist auch alles beheizt und. Ey, das ist ja voll die Luxusschüssel. Total geil. Also ich muss dazu sagen, das, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ist schon spektakulär. Ist das auch ist das im Headquarter? Also, oder ist das allgemein? Also das war jetzt speziell in den Hotels. Ach so, okay. Genau, ja. Man muss dazu sagen, in den Pubs und sowas, die Toiletten sind da echt nicht so geil. Also das ist da ganz schön unterirdisch. Die Lightning-Rate ist auch gerade einer mega unterirdisch, Leute. Also wir haben diesen geheimen Buzzer unter den Tisch gedrückt. Es gibt Merchandise für jeden Blitz und gibt's ja nicht. Also wir haben zumindest ein Lightning sicher, denn ich habe eine Legendary Score. Ja, stimmt. Ja, aber er hat ja auch noch ein paar Kristalle, falls wir hier gar nichts kriegen, Leute. Wir kriegen den Merch schon an den Mann hier. Genau. Ja, das ist los, ey. Dann das nächste wäre theoretisch ein Video. Das kann da sein, dass es ein bisschen ruckelt, ein bisschen stockt. Das war das Video, was ich dann praktisch gemacht habe, während wir vom Kantors HQ standen. Ah, okay. Ihr müsst euch vorstellen, unser Hauptquartier besteht aus drei großen Hochhäusern. Drei Hochhäuser. In denen wir aber, die gehören jetzt nicht uns, weil in denen haben wir mehrere Stockwerke gemietet. Ach so, okay. Genau. Also wenn man dort ankommt, steht man halt vor drei Wolkenkratzern. Es ist in Seoul. Nicht unüblich, dass man dort ist, wird man erschlagen. Also Berlin ist zum Beispiel dagegen eine ganz total grüne Stadt. Berlin ist so grün im Gegensatz zu Seoul. Seoul ist wirklich Wolkenkratzer, Riesenstadt, unglaubliche viele Straßen, viele Menschen. Aber eine Sache muss man sagen, super sauber. Okay. Also öffentlich rauchen auf der Straße geht gar nicht. Man geht dann eher so neben Straßen, versteckt sich so ein bisschen, ist ein bisschen verpönt. Und einer unserer Kollegen, wo letztes Jahr auch auf der Straße, hat einen auf der Straße geraucht, weil er es nicht wusste. Oder angehalten von der Passantin und gesagt, ey, mach deine Zigarette auf. Naja, also das ist schon... Wow. Was ist mit den letzten? Den einen einzigen. Wir hatten 123, jetzt haben wir noch 91, ein Blitz. Ah, das kommt alles. Ja, ist geplant. Ja, genau. Ja. Kann ich mal den Knopf drücken? Hallo. Wer hat die Lightning Rate runtergedreht? Ja, wir können ja mal das nächste Bild aufmachen, bis ein Lightning kommt. Vielleicht sollte dann auch... Warum drücke ich eigentlich die ganze Zeit hier? Kommt das Glücksdaumen oder irgendwas? Also, kommt das Glücksdaumen. Also, dann mache ich mal weiter. Jetzt macht Dexter hier selber, sorgt für sein Glück jetzt. Also, wenn man. Oh, ja. Jetzt geht's los. Genau. Ja, jetzt der Five gleich. Ja, das wär's doch gewesen. Ja, gut. Wenigstens ein Lightning. Ja, mit dem Monster selber kann man jetzt nicht so viel anfangen. Nee, also, kann man auch nicht, ne? Es gibt ein paar bessere Seehalter hier auf dem letzten. Genau. Gleich dann auch die HP nochmal an, aber ja, es gibt da wirklich schon den einen oder anderen besseren Heiler. Aber zumindest haben wir mal ein Lightning gehabt, das heißt, wir haben wieder auch den nächsten Gewinner. Was wir raushauen an die das Gewinner? Das nächste wäre jetzt eine Tragetasche. Eine Tragetasche, also wer jetzt gewinnt, wer als erstes gewonnen hat, hat die Powerbank bekommen. Genau. Und ich weiß nicht, ob der Gewinner schon dran stand, der zweite jetzt die Tragetasche. Richtig. Und beim nächsten Lightning dann zwei Tassen. Wie gesagt, zweimal verlosen wir jetzt noch die Tassen. Genau. Ja, das Bild. Also im Endeffekt muss man sich vorstellen, Hochhäuser, riesen Fahrstühle, aber da kommen unglaublich viele Menschen da rein. Also man steht echt Schlange, teilweise auch bis nach draußen. Das sind so 30 Meter bis nach draußen, bis man einen Fahrstuhlplatz bekommt. Und deswegen, wie ihr zum Beispiel hier seht, wir haben dann bis 18. Stock, glaube ich. Und wenn ihr links neben der Fahrstuhlanzeige mal guckt, das sind die Stockwerke, die dieser Fahrstuhl nur anfährt. Weil also so, wenn ich jetzt in den 11. will, kann ich da gar nicht... Kannst du gar nicht mitfahren. Weil halt dieser Fahrstuhl nur dafür da ist, die Leute schnell an Ort und Stelle zu bringen. Ich muss dazu sagen, wenn man diesen Fahrstuhl drin steht, das dauert ewig, bis man oben angekommen ist, weil auf jeder Etage Leute ein- und aussteigen. Ach, da kannst du besser Treppen laufen. Ja. Ich meine, okay, wenn du bis zum 18. willst oder so. Das ist so ein bisschen wie man es in Japan aus den U-Bahnen so kennt. Mhm. Das ist wirklich dann so, ne? Ja, vor allem schießt du dann in so einem. Ich meine, der eine oder andere hat vielleicht irgendwie ein bisschen Platzangst oder irgendwas oder im Fahrstuhl allgemein unwohl. Genau. Und wenn du dann da so stehst und du siehst, einer ist vielleicht dicker noch als der andere, das ist ein bisschen unangenehm, oder? Das ist schon unangenehm, ja. Also, ich glaube, das ist ja gar nichts für mich persönlich. Also, ich sag mal weiter. Ja, mach mal weiter. Ja, genau. Ja, genau. Chloe.
Chloe hab ich schon. Ich glaube, die ist sogar Max Skill bei mir. Das habe ich schon weggedrückt. Ja, oh. Aber nächster Gewinner kommt raus. Tasse waren wir immer. Das ist eine Tasse. Nächster Gewinner, eine Tasse. Ich drücke gar nicht mehr drauf. Die Technik jetzt eh nochmal. Ich glaube, ich lasse es mit dem Drücken hier. Lest mal, wenn ihr zusammen lassen wollt. Ich lade Baxter einfach zu mir nach Hause ein. Der summt dann für uns ein erstes Mal. Scheint ja ein Glücksfinger. Ich habe diesen Countdown Power Button. Ja, genau. Oder die magische Finger. Ja. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Lightning Rate hoch, bitte. Lightning Rate. Okay, wir machen weiter. Machen wir weiter. Das nächste ist dann immer noch im Fahrstuhl. Das ist ein kleines Video, weil man halt so verdammt lange Fahrstuhl fährt. Ach so, ja. Wird dann auch echt Fernsehen gezeigt. Was war das? Das ist eine Kochshow. Dann wird Rezepte, die man so für koreanisches Essen kochen kann. Achso, weil man quasi in jeder Etage auch du brauchst ja, um in 18. Stock zu kommen, brauchst du gefühlte 10 Minuten. Und wenn du 10 Minuten wirklich da so drin stehst, dann denkt man, naja, warum nicht einfach ein schönes Kochrezept angucken? Oh Gott. Geil, ne? Ja, das andere ist echt Kultur, andere Sitten, aber ist eigentlich ganz cool. Also ich fühlte mich dann unterhalten während der langen Fahrt nach oben. Ich muss auch dazu sagen, wir haben wieder drei Hochhäuser bei uns. Ja. Und wir haben mehrere Offices verteilt auf diese Hochhäuser. Und es dauert ewig, um von Hochhaus A nach Hochhaus... Oh! Robert hat's geschafft! Naja. Ja, ist okay. Ja, also ich brauche noch Skill Ups für den Fire. Ja, der Fire ist natürlich, finde ich, immer noch der Beste für Gildenkrieg. Ja, den kann man auch ganz gut benutzen hier, zum Beispiel, indem man mit ihm Pörner tötet, dann wird Pörner nicht wiederbelebt. Das ist das einzig Gute, also wenn man Guild War Offense Team hat gegen Pörner und so weiter, kann man dann auch gerne mal benutzen. Ansonsten ist er, er ist schon dann brauchbar, aber ist jetzt nicht so Monster, wo ich sage, ist mega gut. Also wenn man die Alternative hat, dann lieber... Also für mich ist jetzt aktuell Food, glücklicherweise. Genau. Ihr braucht nicht alle Lightning 2, 3 mal einzunehmen. Also wenn ihr einmal Lightning eingibt, Chat, dann seid ihr registriert und braucht nicht jedes Mal eingeben. Also bitte nur die Leute, die noch nicht Lightning eingeben, einmal eingeben und dann ist alles gut. Okay? Das nicht. Manchmal gehen die Fragen halt total schnell unter. Ja. Also wenn ihr irgendwas habt, schießt einfach los. Ich versuche wirklich auf euch einzugehen. Aber okay, gucken wir mal weiter. Ja. Nächstes Video wäre dann schon, wenn man jetzt vom Fahrstuhl oben angekommen ist, wir haben es endlich geschafft, für Ewigkeiten bis dahin, dann habe ich euch mal so aufgenommen per Video, wie man theoretisch dann bei uns reinkommt. Also wir haben Chipkarten bekommen, die halt man am Hals hängen für Visitor. Mitarbeiter haben halt ihren Namen da drauf. Muss man einen Scanner halten, dann kommt man erst rein. Dann geht so eine schöne Schiebetür auf und dann kommt man bei uns, also das ganze CM-Team auch in Korea, das Globalization-Team, die kümmern sich um Loka und auch Support und Community-Management. Nicht nur für Summoners War, für alle Spiele. Ja, genau. Und es sind viele. Dann kommt man da rein und hat schon einen geilen Ausblick. Sind wir voll? Ja, genau, ich mach mal ein bisschen was ins Lager eben. Ne? Ja, hau einfach rüber. Ich glaube, ich habe müssen noch vielleicht neuen Platz kaufen. Oh ja, könnte sein. Ja, wie viele Leute sind denn da? Also, vielleicht das interessiert mich auch viele Leute. Wie viele Leute arbeiten so für Comptors Gameville so allgemein? Und was sagst du so, Comptors selber, gibt's da, kann man da so Zahlen nennen? Wie viele Leute da so aktuell wirklich daran arbeiten einfach? Also an Summoner's War, die Zahlen selbst, wenn zum Beispiel an Summoner's War arbeiten kann, habe ich jetzt auch nicht so direkt im Kopf. Wahrscheinlich überschneidet sich das auch so von Spiel zu Spiel. Das ist nicht das Problem, wie ich meinte. Also selbst die Leute, die für Summoner's War zuständig sind, sind halt aber auch parallel für alle anderen Spiele noch teilweise zuständig. Also es sind schon über 100, ne? Also über 100 dürfen es, glaube ich, sein. Für allein Summoners War-Projekt basierte Arbeit. Das stimmt, ne? So ja, richtig. Also allein schon das Entwicklerteam muss man. Entwicklerteam ist Summoners War. Also wenn man es global sieht, jetzt nicht in Deutschland und nicht in Europa nur. Und wir müssen ja dazu sagen, wir sind ja global verteilt. Ne? Also wir haben mehrere Offices, wir haben in Japan, in Taiwan, in natürlich Korea. USA auf jeden Fall, richtig. Genau. Da warst du natürlich auch schon, richtig. Ja, das ist so die Sache, wie man halt dann reinkommt, ganz nett. Und dann, wenn man früh morgens dann so beginnt, das wäre das zum Beispiel das, Lightning. Also man sieht immer zwischendurch, wer gewonnen hat, ihr müsst ja da auf den Chat achten, aber wie gesagt, der Stream kommt auch nochmal auf YouTube, also da seht ihr natürlich auch nochmal, wer gewonnen hat. Also der Nightbot spammt das da rein, zum Beispiel has won a game hier, Spion, wenn ich das richtig ausspreche, steht zum Beispiel has won the game, steht gerade sogar im Chat drinne. Da könnt ihr einfach gucken. Aber gut, das war jetzt ein Fake, ne? Das war jetzt ein Fake. Aber wir haben trotzdem Giveaway rausgekommen. Lightning ist Lightning, ne? Und Rakuni ist ja auch nicht schlecht, aber der ist bei mir auch schon Max Skill. Und ich glaube, in der Sixstar ist er noch nicht. Und ich bin auch noch nicht so ein RTA drin, von daher, der hängt bei mir so ein bisschen im Storage rum. Ja, gut, RTA ist natürlich quasi das Elite-PvP-Gaming. Aber so Guild War oder so, Arena, vielleicht könnte man ihn auch benutzen. Das ist auch ein super Monster, muss ich sagen. Echt Skill-Ups, auch easy, ne? Ja, wie gesagt, wir waren jetzt oben angekommen im Hauptquartier und dann gibt es ein schönes Frühstück. Das wird auch dort täglich gebracht.
Wie? Also wenn du... Ich guck doch mal hier rauf. Ja, aber ich hab's, das wird auch gerade eingebindet. Ach, ist eine kleine Lunchbox. Kommt zu uns. Ja, kommt zu uns. Frühstück. Morning. Ja. Mit, das sind da Cornflakes drin, ein paar Packung Milch. Damit die sie alle gesund ernähren, damit ja, die von uns abends durcharbeiten können. Und so Sushi Rolls, ne? Oh, wirklich? Habt ihr das hier auch? Ne? Leider nicht. Man kann sich ja mal mit Korea bewerben. Ja, genau. Ich gehe einfach mal. Ich brauche das Frühstück. Ich gehe einfach rüber nach Korea. Ja, genau. Ja, das, weil man, da kann man schon den Tag starten. So, mhm. Ja. Ja. Und jetzt habe ich hab jetzt leider keine. Oh, Lightning. Oh ja. Ja. Vielleicht eine Five Mal. Ja, hab ich auch schon. Jetzt, hast du auch schon, also nichts Neues für dich. Würfelmagier sind immer so, das ist wie im echten Leben. Du würfelst den Würfel und du weißt nicht, was kommt, und so ist es bei dem auch. Ne? Ja, wir lieben den Zufall mit Würfeln. Ja, der Zufall mit Würfeln, der Zufall mit den Violence, und dann habt ihr einfach entweder richtig krassen Kampf. Ja, richtig geil. Ihr habt gar nichts. Ja, seid direkt tot. Also wer das mag. Wer auf Risiko steht. Ja, genau. Würfelmagier. Ich habe sogar glaube ich auch noch in Dark auch noch nie wirklich geskillt, nichts gemacht. Ne? Ja, okay. Ja, vielleicht aber einfach mal probieren oder so. Ja, das Büro oben kann ich jetzt euch nicht zeigen. Da waren auch war jetzt nicht so erwünscht, das ganze CM-Team dort. Wenn ihr das CM-Team jetzt in Europa mal kennenlernen wollt und wie es bei uns im Büro so aussieht, schaut euch das Video von Robbe an. Vlog, ja, genau, den Vlog. Büro. Genau, den ich hier aufgenommen habe vor dem Stream quasi. Da gibt es sogar was Nettes, Kleines. Gibt es auch noch mal was. Gibt es auch noch mal was. Und ja. Wer bei uns auf Instagram geguckt hat vorher, der hat sogar schon vielleicht eine Ahnung, was das sein könnte. Robbe hat es auch schon mal durchklingen lassen, so ein bisschen. Ich hätte es auch gerne. Ja, tja, alles für die Community. Ja, genau, ja, alles für die Community. Ja, ich habe schon gesagt, ich krieg mein Zeug schon zusammen heute. wo wir schon beim Essen sind, wenn man schon Frühstück hat, dann kann man ja auch gleich Mittagessen gehen. Ah, sogar auch, ey, was machen die ganze Sache? Essen die nicht? Das ist, glaube ich, unsere Mensa unten, das nennt sich Come to Spoon, englisches Wort für Löffel. Come to Spoon. Ja. Man muss dazu sagen, wir haben halt wirklich mehrere hundert Mitarbeiter in diesem Gebäude, und da ist die Mensa ist nicht groß genug für alle. Und dazu gibt es pro Team eine Taktung. Also zum Beispiel Marketing-Team in HQ hat Mittag von 12 bis 12.30 Uhr. Ach nein, muss man sich extra... Du musst da runtergehen, sonst hast du keinen Platz da unten. Dann das nächste Team auch von 12.30 bis 13 Uhr. Also ich glaube, der Alltag sieht mega durchgetaktet aus. Ja, richtig. Ist schon echt eine große Firma, da musst du halt bestimmte Regeln haben, da musst du auch takten, geht halt nicht anders. Weil echt viele Leute sind. Oh, Lightning. Shazoon. Oh, ich habe Shazoon schon zweimal jetzt. Gut. Aber ich habe... Vielleicht Skill-Ups. Ich habe Hawaii. Und ich habe auch Water Shazoon. Wie heißt der? Die Miang. Miang. Also ich habe beide Skill-Ups immer gut. Auf jeden Fall. Ich bestimmt mich definitiv nicht. Und ihr auch nicht, denn jemand hat jetzt wieder gewonnen. Genau, Bim Bambude sehe ich. Ihr müsst ein bisschen auf den Chat achten. Bim Bambude hat gewonnen, ja. Bim Bambude hat gerade das Giveaway kassiert. Wir müssen, glaube ich, schon bei den T-Shirts sein. Aber jetzt gehen auf jeden Fall die T-Shirts raus. Genau. Ja, Skill-Ups sind natürlich immer super gut. Ich sage auch mal, wenn ihr die Himmelstanzerin benutzt, ohne Skill-Ups, klar, geht natürlich auch. Aber es wird der Moment kommen, wo ihr sagt, scheiße, eine Runde noch bis zum nächsten Heal. Ja. Nur weil ich keine Skill-Ups habe, stirbt jetzt ein Monster von mir. Richtig. Sorry, dass ich auf dem Tisch hier. Aber das ist einfach total nervig. Deswegen, ich persönlich spiele eigentlich nur noch mit Skill-Ups. Ich ärgere mich dann zu Tode einfach, muss ich sagen. Ich hätte den Kampf gewonnen. Nur weil ich keinen blöden Skill-Up drin habe, ich jetzt verloren. Ne? Aber okay, wir machen mal weiter. Genau. Wir haben ja noch ein paar, 39 haben wir noch. Ja. Wir haben noch die Legendäre. Wir haben noch eine Legendäre. Wir sind aber auch schon knapp an der Zeit langsam. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen durchballern. Ein bisschen durchballern. Wie gesagt, Lightning braucht ihr nur einmal reinschreiben. Ja, wir können mal nebenher kurz vielleicht ein nächstes Bild aufmachen. Das ist so Mensa-Essen in Korea. Super gesund. Würde man in Deutschland wahrscheinlich auch bei einem Koreaner horrende Summen an Geld bezahlen für dieses Essen. Also wenn man es direkt, in so einem Koreaner kaufen würde. Also das ist schon super. Ist schon echt gutes Essen, aber... Oh, Lightning! Oh, next Lightning. Ja. Und Kung Fu Wasser. Oh, ich hab's hier nicht. Oh, sehr ich schön. Ich hab's hier nicht. Sehr gut. Schön. Ja. Nice. Das super R5 Monster, Blöse, allgemein Raid. Einer der besten Damage-Dealer. Ja, einer der besten Damage-Dealer. Ja, nice. Halt, kannst du sogar ohne Skill-Ups spielen. Natürlich, wie gesagt, mit Skill-Ups immer besser. Ich hab sogar ein paar rumliegen. Also ich hab's schon gespart, weil ich auch darauf gehofft hab. Mhm. Super geil. Das ist natürlich super. Ja, das ist super. Also R5, ich arbeite so gerade an meinem Raid-Team. Ja, das ist natürlich super geil. Also ich kann Hua immer empfehlen, falls ihr Hua habt, und sie als Damage-Dealerin habt ihr zwei Top-Damage-Dealer, und dann
braucht ihr quasi noch Supporter stellen und was für die Front. Oh, Next Lightning. Ja, los geht's. Sieht aus wie bei. Nee, das ist die Fria. Genau. Ja, die. Habe ich auch schon zuhauf irgendwie gefühlt. Also habe ich auch mittlerweile auch schon verfüttert. Das ist eher was Spezielleres. Also ja. Ich habe die auch mal gebaut, habe versucht, eine Arena zu benutzen. Mhm. In manchen Situationen funktioniert sie, aber ich sage immer Leuten, die vielleicht irgendwo. Oh, das war das Fake, war? Ja. Gut. Fake können wir auch gerne noch ein Gewehr raushaben, falls wir. Gerade war für Fake auch was. War es ein Lightning? Nee, war es kein Lightning. Es ist eigentlich kein Lightning. Nee, mehr. Nee, ja, nee. Ist zwar ein 4-Sterne-Monster, ja. Aber. Genau. Wir müssen mal kurz die Lage aufreiben. Vielleicht willst du mal eben kurz machen. Ja, ja. Wie gesagt, einmal Lightning reicht, Leute. Ja. Falls ihr also den Stream auch verpasst habt, ich lade ihn nochmal auf YouTube hoch. Und gesagt, beim Video gibt es dann auch noch was zu gewinnen. So, ich gucke nochmal rein. Heute gab es ja den Patch. Ne? Also, die Raten wurden ja erhöht. Die Drop-Raten, ja. Das heißt, wir bekommen jetzt mehr, also bessere quasi Runen. Und das ist ja schon mal eine coole Sache. Vielleicht hast du den einen oder anderen schon mal ausprobiert. Ich weiß, ich habe mich heute noch nicht einloggen können, wirklich. Und ein paar andere Sachen wurden ja auch noch erhöht. Ich denke mal, dass. Meine Herren, ich muss noch mal gar nicht was dazu kaufen. Wir geben euch ja auch immer Feedback, einfach kurz dazu. Ja, also genau. Zum Beispiel, viele haben ja immer gesagt, die Lightning Rates sind zu gering. Dieses Feedback, was ihr aus Europa erhaltet. Oh, jetzt wieder Next Lightning. Ja. Lightning Rates sind zu gering. Wir haben das Thema. Kein Dude, nein, auf keinen Fall. Ciao. Ja. Sehr coole Sache. Ja. Guck mal, sogar Tando hat hier seinen Ciao bewertet. Ja, siehst du? Denn? Hier, look at my. Ich hab nur keine Devil Mons mehr. Ich krieg irgendwie. Ah. Aber ich meine, ich möchte mir jetzt echt nicht beschweren, Ciao haben. Auf jeden Fall. Meine Devil Mons sind gar nicht mal so extrem wichtig jetzt, er macht so auch einen geilen Job. Ja, in der Tat. Ich bin die Tante auf Energy, hey! Ja, GZ kommt auf jeden Fall raus. Ne? Cool. Ja, nice, haben wir einen Schleifwechsel gebraucht. Ja, ne? Richtig. Also, die Stella hat ja schon was, also für mich war es auf jeden Fall geil. Klick einfach mal weiter durch. Ballern wir mal schnell die letzten durch. Jetzt sind wir auch leider Gottes jetzt auch schon am Ende des Streams. Aber was ich noch mal kurz sagen wollte, ne? Also euer Support quasi, ich habe das auch vorhin noch mal gesehen, kommt aus Europa, durchforst natürlich auch die Foren und so weiter, geht auf eure Fragen auf ein. Und deswegen gibt ihr auch Feedback weiter an Korea, wie der aktuelle Markt sich so, ich sag mal, verhält. Regelmäßig, ja. Genau, also viele haben zum Beispiel über die Drop-Raten sich immer gesagt, hey, kannst du das nicht erhöhen und so weiter. Und ich denke einfach, dass wenn man viel oder offen darüber spricht, ihr habt es ja gesehen, was jetzt herausgekommen ist, die Drop-Raten wurden leicht erhöht. Ich denke mal, das ist uns dann einfach ein bisschen entgegengekommen. Ja. Von daher, das ist natürlich auch eine coole Sache, weil Korea, wie sollen die den europäischen Markt beurteilen? Ich meine, ihr könnt das natürlich viel besser machen. Richtig, so ist auch. Und das heißt, auch dieser Support, also diese Feedback von euch dann quasi, der wird natürlich auch weitergeleitet nach Korea, aber natürlich letzten Endes entscheiden dann natürlich die Koreaner, die Entwickler, die kriegen ja auch Feedback von allen Ländern, also es ist nicht nur Europa, genau, das kommt noch dazu. Ja. Ne? Es kommt noch dazu, der Feedback natürlich von allen Ländern, wir müssen natürlich der ganzen Welt irgendwo gerecht werden, aber ich denke mal jetzt, haben sie sich gedacht, okay, die Drop-Raten durchaus könnte man dann kann man anpassen. Also, es kann auch mal dauern. Wir sind halt eine große Firma, jetzt nicht nur mit Summoners War, bis Feedback ankommt, aber wir leiten es auf immer weiter. Feuer Lightning. Wieder Chloe. Aber hier, hups, sehe ich gerade, hat das ein T-Shirt gewonnen, GZ auf jeden Fall. Da müsst ihr mal drauf achten, was der Nightbot reinschreibt. Wie gesagt, wenn ihr es verpasst habt, auf YouTube. So, jetzt wird es interessant, jetzt kommen die drei LDs. Ja, wollen wir erst legendär. Ne, das ist eine legendäre. Eine legendäre, Das machen wir als erstes? Ja, komm, machen wir die LDs durch und dann können wir mit einem Lightning aufhören. Okay. Ja, ist doch gut, ist ein gutes Ende. Komm. Jetzt kommt die Lightning Dark. Das geht schon wieder los. Na gut. Ja, das ist nix. Direkt Food, aber hey, immerhin Food. Lightning Food, also wenn ich Lightning Dark Food. Ne? Ja. Oh ja, brauchst du noch vielleicht Bella? Ja, kann man nie genug haben. Hast du noch nie gefahren? Nee, noch nie gefahren. SD-Bälle habe ich. Ich war immer auf LDs gefahren. Hast du nie geschafft, ne? Ah, schade, kein Lightning Dark Lightning. Kein Lightning Dark. Aber man weiß ja nie,
Ja, okay. Oh, das ist Cabilla. Das ist ein gutes Monster. Das ist ein gutes, gutes Drei-Sterne-Monster. Habe ich auch noch nicht. Muss ich das sagen? Okay. Nee, oder habe ich die? Ich weiß sogar nicht. Ich habe es offenbar noch nicht gebaut. Also ich habe noch die liegt bei mir im Storage. Ich habe sie definitiv noch nicht gebaut. Also schnellster Attack-Buffer in dem Game. Also schneller als Bernhard noch. Also wenn ihr die HP drin habt, die Cabilla, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr den ersten Turn habt, falls eure Runen natürlich stimmen. Okay, so. Wer hat noch einen goldenen Finger? Komm. Ich nicht. Keen, komm. Ja. Keen ist noch da, auf jeden Fall. Keen, jawohl. Der kommt. Du mach das mal. Komm. Vielleicht hat jemand schon Keen deutlich gesehen bei Krizzle-Schüssel im Stream. Genau. Du musst einfach nur kurz drücken. Schau. Oh, danke, danke! Oh! Ja, ne? Und? Joker, wie heißt der? Jojo. Ich brauch Food für mein Lucian. Von daher, also, ja, okay. Für mich nicht klar. Ja, das ist natürlich perfekt. Ach, dann natürlich, tut mir natürlich leid jetzt. Das war jetzt... So, nochmal die Gewinner. Wie gesagt, wir haben die ganze Liste aufgeschrieben. Ich werde die wahrscheinlich dann unter meinem YouTube-Video nochmal runterpacken. Also könnt ihr auch nochmal reingucken, ob ihr gewonnen habt. Aber wie gesagt, Twitch-Nachricht funktioniert gerade nicht. Wir werden uns was überlegen, aber wir werden auf jeden Fall natürlich den Merch an euch rausballern. Der bleibt nicht hier, der geht natürlich raus. Jojo ist da rauszukommen. Ja, jetzt haben wir es. Ja. 1921. Chat, wie fandest du? Ich fand es mega cool auf jeden Fall mal, dass ich hier sein durfte. Und, ja, ich fand es auch geil. Ja, ja, also Büro eingerichtet. Streamplatz eingerichtet quasi, also vielleicht sehen wir uns ja in Zukunft nochmal wieder. Ja, hoffentlich. Mit hoffentlich. Ein bisschen anderen neuen Streams. Wie gesagt, es gibt ab und zu auch andere Influencer hier, nicht nur aus Deutschland, sondern aus Frankreich war noch jemand, der hier aus Niederlande war. Schissel war hier aus Frankreich, Schissel aus den Niederlanden. Ja. Genau. Also es geht auf jeden Fall vorwärts, der Kontakt hier zur Community. So Leute, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Das Ganze kommt dann, wie gesagt, auf YouTube nochmal. Und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, quasi als erster Einblick so in das Kommt du als EU-Büro und in das deutsche Community, in die deutsche Community quasi, die Leute, die für die Community arbeiten, die hier live aus Berlin. Ja, ich bedanke ganz recht herzlich bei euch allen, dass ich hier sein durfte. Richtig, richtig. War ein cooler Stream. Ja. Wir gehen jetzt noch ein bisschen Reissaft trinken. Ja, natürlich koreanisch. Ne? Und lass den Abend ein bisschen cool ausklingen. Ja. Vielen Dank auch an euch fürs Zuschauen. Die Stimmung hier ist ein und hoffentlich im nächsten mehr Lightnings, mehr Giveaway. Genau. Aber und sorry nochmal für die anfangs technischen Probleme, aber vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Genau. Coole Sache. Genau. Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.